volle Hütte beim Eishockey-Nationalliga-Derby zwischen der FBI VU Feldkirch und dem ECH Nürnberger. 4.500 Besucher quetschten sich in die Fallberghalle und sie sollten ein Eishockey-Spiel mit Seltenheitswert erleben. Die ganz in Schwarz spielende VU Feldkirch agierte im ersten Drittel von rechts nach links und hatte auch die erste Möglichkeit. Aimo Lindner scheiterte mit seinem Schuss, aber an Dornbirn-Keeper Bernhard Bock. Nach 10 Minuten waren dann auch die Gäste zum ersten Mal gefährlich. Benny Schenach schob diesen Querpass von Dimitri Nabokov aber am leeren Tor vorbei. Es blieb beim 0:0. Die Bulldogs versuchten nun das Spiel an sich zu reißen und hatten durch Martin Pewal die nächste Möglichkeit. Dieses Mal war aber VU-Goalie Peter Andersson auf seinem Posten und hielt seinen Kasten ebenfalls sauber. Die Nerven bei den Akteuren lagen dennoch blank und so entwickelte sich eine erste kleine Uneinigkeit. Die Cracks auf dem Eis beruhigten sich aber schnell und wieder waren die Dornbirner im Angriff. Dieses Mal scheiterte Igor Ivanov am Feldkircher Schlussmann. Kurz vor der ersten Pausensirene waren dann auch die Hausherren gefährlich. Alexander Melitzer fälschte diesen Schlenzer ungewollt ab und zwang Bernhard Bock im Tor der Bulldogs zu einer Glanztat. Beim Stande von 0:0 ging es dann auch erstmals in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel machte aber die VU mächtig Druck. Marco Vuorisalo scheiterte in dieser Szene aber an Bock. Wenig später musste sich Heimo Lindner dem in Hochform agierenden Schlussmann der Messestädter geschlagen geben. Die VU blieb am Drücker. Johannes Hele hatte die Führung auf dem Schläger, aber auch er scheiterte an Bock. Den Zuschauern gefiel's und die Fans sahen gleich die nächste Chance ihrer VU. Wieder vergab aber Legionär Vuorisalo eine dicke Möglichkeit. Der EC Dornbirn war nun nur noch mit Abwehrarbeit beschäftigt und Feldkirch machte weiter Dampf. Wieder spielten sich Lindner, Vuorisalo und Co. ordentlich durch die Gästeabwehr. Der Abschluss wollte jedoch einfach nicht klappen. Immer noch torlos ging es nach 40 Minuten zum zweiten Mal in die Kabine. Der Schlussabschnitt begann einmal mehr mit einer dicken Chance für die in Schwarz spielenden Hausherren. Johannes Hele konnte aber im letzten Moment gestört werden und vergab so diese Möglichkeit. Danach tat sich nicht mehr viel bis zur 56. Minute. Da starteten die Bulldogs einen Angriff über die linke Seite. Die Scheibe landete irgendwie bei Martin Pewal und der traf zum vielumjubelten 1:0 für die Gäste aus Dornbirn. In den Schlussminuten riskierte die VU nun alles. Peter Andersson räumte seinen Platz im Tor und auf dem Feld wurde 6-4 gespielt. Dennoch reichte es nicht mehr zum Ausgleich und so verlor die VU Feldkirch das letzte Heimspiel im Jahre 2009 gegen den EC Dornbirn mit 0:1. Herr Brunauer, ich nehme an, nicht glücklich an diesem Abend? Na doch, das war ein wunderschönes Spiel. Man muss davon ausgehen, bei uns haben zwei Leistungsträger gefehlt. Und das Spiel war trotzdem stark und die haben halt ein Tor gemacht, wir haben heute keins gemacht. Nur wir können besser spielen, wenn die Leistungsträger auch im Einsatz sind und das muss man verstehen. Es war aber trotzdem ein sehr faires und ein sehr schönes Eishockeyspiel. Herr Brunauer, was machen Sie ganz genau? Ja, wir sind stark im Immobilienbereich. Hauptsächlich in der Vermietung, Verpachtung. Wir machen Mitkauf ohne Eigenmittel. Wir machen Eigentumserwerb in Etappen. Das ist ganz eine neue Sache. Wir verteilen das FBI Immobilienjournal. Da ist gerade jetzt beim Herold Telefonbuch das neue Journal rausgegangen. Wir haben eine Riesenauflage von 170.000 Stück. Und das kommt mittlerweile an. Wir sind seit 18 Jahren auf dem Markt und das zieht vor allem. Warum unterstützen Sie gerade die VU Feldkirch? Weil das mit Sicherheit in Vorarlberg der beste Werbeträger ist und jeder Euro, der was da hineinfließt, ist richtig investiert und die Erfolge sprechen für uns. Wir haben im letzten Jahr, trotz Krise, glaube ich, das beste Jahr in der ganzen Geschichte für FBI geschrieben. Heute eine große Präsentation, was steckt hier dahinter? Ja, insgesamt betreuen wir hier ca. 100 Jugendliche von 4 bis 20 Jahren und ja, der ganze Trainingsaufwand im Prinzip, die Jungs trainieren, die Jüngsten trainieren 2 bis 3 Mal in der Woche, die Ältesten 4 bis 5 Mal. Im Prinzip bei der U20-Jugend ist der Trainingsaufwand derselbe wie bei der Kampfmannschaft. Für die FBI VU Feldkirch nehme ich an, sehr wichtig, dass es vom Nachwuchs her stimmt. Ja, ich denke schon, weil wenn man heute gesehen hat, es haben in der dritten Linie 2 Jugendliche, also U20-Spieler fix gespielt, im dritten Drittel sogar noch ein Dritter. Und das spricht, glaube ich, für die Nachwuchsarbeit. Und zusätzlich sage ich, ich glaube, ca. 80% oder 85% der Mannschaft bestehen aus Eigenbauspielern.
Wie viele Nachwuchsmitarbeiter sind beschäftigt bei der FBV Felker? Also wir haben im Trainerstab 13 nebenberufliche, also sage ich Trainer, die das zum größten Teil ehrenamtlich machen, plus 6 Betreuer, plus noch eine Bürokraft. Herr Lindner, eine unglückliche Niederlage? Ja, unglücklich würde ich eigentlich nicht sagen, wenn man zu Hause noch in 60 Minuten kein Tor schießt, dann kann man einmal ein Eishockey-Spiel fast gar nicht gewinnen, das geht gar nicht. Dass es irgendwann fallen wird, ich habe gehofft, wir kommen in die Verlängerung, wir sind alle sehr müde gewesen. Wir sind am Zahnfleisch dahergekommen, es sind viele Verletzte, viele kranke Spieler. Soll aber kein Ausritt sein, dass für die Spieler, die da waren, waren gut genug, das Spiel zu gewinnen. Aber wie gesagt, wenn man zu Hause 60 Minuten lang kein Tor schießt, dann wird es schwer, ein Eishockey-Spiel zu gewinnen. Ja, Derby-Niederlagen sind immer traurig. Die Schmerzen, die sitzen tief, aber es gibt es halt. 1-0 ist natürlich bitter. Für die Fans sicher nicht so spektakulär, aber es war sehr streng für uns und mehr ist leider nicht gegangen.